Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlos. Jo, ich bin total herzlos, ich weiß. So, neue Welt. Haben wir hier irgendwas zu tun? So, ein Hospital bauen. Retten Sie. Freiheit ist so nah. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. So. Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. So. Flotte legt ab. Ja, das ist schon eine Kunst, dann da durchzukommen. Laufen, Koordinaten an. Ja. Pyro, die pyrophorischen alte Welt. Damit hier. So. Haben wir kein Getreide auf Lager oder was ist los? Ah, Getreide ist wenig da. Ah, dann setzen wir mal eine Getreidefarm hier hin. So. Ja. So. So. Ja. Fertig. Ja, damit können wir da auch schon mal wieder was betreiben, ne? Irgendwas fehlt immer. Ja, irgendwas fehlt immer. Aber ich glaube, damit kriegen wir die Silos schon mal ans Laufen. Ja. So. Ja. Wächst auch ein bisschen Unkraut. Ja, Pelzmäntel hätten sie gerne, Universität hätten sie gerne, ach, weil ihr alles gerne hättet. Erstmal brauche ich euch ein Hospital dahin. Ja. Finde ich jetzt wichtiger. Ja, finde ich jetzt erstmal wichtiger, dass ihr das habt. So. So, was noch? Ja, das haben wir auch mal ausgebaut. Ja, wir haben ja ein bisschen Rohstoffe übrig jetzt. Können wir das mal direkt einfach mal verbraten, ne? Einfach mal alles verbraten hier. So. So. Unseren Mini-Takatuka-Land hier. Ja. Da fehlt uns das Geld. Ja. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, ja, ja. So. Verladekai fehlt noch, ne? So. Ja. Modulobergrenze erreicht. So. Haben Sie einen Verladekai? Ja. So, Export, Import. Ja. So. Mhm. Ja. Da fehlt noch ein bisschen was.
Cap Trelawney oder erstmal die neue Welt. So, Schiff ist angekommen. So. Segel setzen. Ja. Na toll. Ja, da sind ja tolle Schiffe unterwegs, ne? Auf Kurs halten. So. Haltet sie auf Kurs. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. An die Segel und Brass. Ja, das ist ja in jeder Insel diese... So. An die Segel und Brassen. Ja. Ja. Passt das jetzt? Haltet sie auf Kurs. Kommen wir da durch? Segel setzen. Ja, komm. Segel setzen. Spannung pur. Achtung, Admiral anwesend. Ja, das ist sehr gut, dass ich da die Fregatte genommen habe. Die ist ein bisschen schneller. Auf Kurs halten. Ja. Die ist ein bisschen schneller dafür, die passt da ein bisschen besser. Ja, die passt da schon etwas besser zu, also muss man ja sagen, ne? Ach ja, Leute, 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 von heute. Ja. Haltet sie auf Kurs. Ah. So. Erst mal ein bisschen gucken, wie die fahren. Ja. Also wie die jetzt hier absuchen. Ja. Das muss man sich erstmal angucken. Boah, ist das ein enges Netz. Das ist ein sehr enges Netz, was die hier gespannt haben, ne? Kurs gesetzt. Segel setzen. So, durch das Netz sind wir da schon mal durchgeflutscht. Oh. Ah. Boah, Wahnsinn.
Kurs gesetzt. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja. So, die zwei fahren wir erstmal nach Hause. Boah, Wahnsinn. Boah. Ah, ich hab Geld für. Das wird gern gesehen. Ja, ich muss mir den eh zurückkaufen. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Also. Crown Falls mangelt an Arbeitskraft, das ist mir auch bewusst. So. Ja. So. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das machen wir weg. Ja, da müssen wir noch ein Lagerhaus auf jeden Fall mal bauen. So. Ja. Die Waren stapeln sich. So, Lagerhaus haben wir errichtet. Das Lager ist voll, proppenvoll. So. Ach, Schnaps müssen wir noch. Ja, haben wir Kartoffeln? Ja, können wir hier anbauen. So. Ah, Kartoffelhof. So. So, bauen wir mal Kartoffelhöfe. Ja. So. Ja, da möchte ich auch das weg haben. So. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Schönen Tag auch. So. Ja. So, dann machen wir das so. Ja. So. Ja. So. Und hier haben wir auch voll. Hier haben wir voll. So. Schnaps. Das war sein letztes Wort, ne? Da flogen ihn gleich die Englein fort. Heute werden die Witze nicht besser, das wisst ihr schon, ne? Wenn ihr schon länger dabei seid jetzt. ja, ihr kennt das schon. Ich weiß. Hannibal und seine schlechten Witze. Ja.
Vor allen Dingen bei Anno macht er immer die schlechtesten Witze des Tages. Ja. So. Machen wir noch einen Kartoffelwurf machen wir. So. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. So. Weil die Sache ist ja die, irgendwann haben wir ja auch die Möglichkeit, ja, die Felder noch ein bisschen zu optimieren bzw. zu erweitern. Ja. So. Ja. Lassen wir uns mal noch ein bisschen Reserve übrig. Ja. So, noch ein Lagerhaus bauen wir auf jeden Fall mal hier. So, neben den Schnapsbrennereien brauchen wir auch zwei Feuerwachen, um das Risiko zu senken. Ansonsten können die Dinger ja ganz gerne auch mal in Flammen aufgeben. Ich gehe für die hier in Flammen auf. Die singen die dann. Das wollen wir ja nicht. So. So. Ja, ich weiß, dass es an Arbeitskraft mangelt. So. Ja, das ist halt. Ja. Groß gedacht. Ja, sehr groß gedacht. Aber so. Neue Welt. Auf die alte Dame ist Verlass. Ja. Haltet sie auf Kurs. Ja, nimmst du das Ding jetzt oder was? Ja. Ah, Mann. Haltet sie auf Kurs. Ah, fahren wir mal von der Seite. Vielleicht geht's dann. Wer hat den scheiß Leuchtturm auf den Berg gesetzt? Ja. Derjenige müsste eigentlich echt mit dem Hammer geprügelt worden sein. Also, das anders geht es gar nicht. Tu es jetzt, solange der Mond. Ja, ja. Alte Welt. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Ja, sieht es eigentlich mit Lagerbeständen aus? Ja, Bier müssten wir eigentlich mal vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bier anbauen. Ja. Ja. Hopfen haben wir. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion der Königin. Jetzt weiß ich, dass dein Herz am rechten Fleck ist. Wir so. Bleiben alle zusammen. Das ist unsere einzige Chance, um zu überleben. Ja, schön. Pyrophorische Schiffe nähern sich. Ich stand ihnen nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mein Herz klopft bis zum Hals. So. Isabel hat wohl vergessen, welche Strafe auf Ungehorsam steht. Wir müssen jetzt das Urteil vollstrecken, das für später vorgesehen war. Aha. Es beginnt. Die Pyrphoria rücken vor. Neue Ziele. So. Schicken wir doch mal unsere Eingreiftruppe hier. Helfen wir ein bisschen. Der Bewegung ist gesichert.
Das haben wir dir allein zu verdanken. Boah. Weshalb zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum... So, und da sind wir wieder am Ende einer Folge von Anno 1800 angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich bis demnächst. Ciao.